So, hallo und willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Wir sind jetzt hier in dieser Höhle, oder besser gesagt Ruinen von Wurzelbruch. Wir sind in den Ruinen und wir sollen hier ein paar Tagebücher finden. Aber warte mal, ich muss noch schnell mal meine Waffen umändern hier. Das habe ich gar nicht gemacht. Gut, dann sollen wir hier mal mit dem Guten sprechen. Was hat er noch zu erzählen? Hierher. Ja, ich bin ja schon da. Was hast du zu sagen? Ihr seid ihr gekommen, um mir zu helfen? Wobei soll ich euch helfen? Dann seid ihr also nicht gekommen, um mir zu helfen? Ich bin in einer der unteren Kammern gefangen. Ich konnte nicht mehr tun, als die Weltkühnsteine hier dazu einzusetzen, mein Abbild in die Ruinen hineinzuprojizieren und auf Hilfe zu warten. Die Tür zu meiner Freiheit lässt sich keinen Spalt weit öffnen. Ja, wo ist denn diese Tür? Folgt dem Pfad nach Osten, bis sie die zentrale Kammer erreicht, die an den großen Weltkühnsteinwucherungen zu erkennen ist. Dort werdet ihr die Tür finden. Ich werde euch finden. Bitte beeilt euch. Ich bin nicht sicher, wie lange ich hier unten überleben kann. Ja, ich auch nicht, wie lange ich überleben kann. Da bin ich auch mal gespannt. Was ist das? Okay. Gewächse. Diese Ruinen sind verblüffend. Sie schlängeln sich nicht nur um die Mooren, sondern auch hinaus auf die Dschungelboden. Okay, alles klar. So, raus, weg, tschüss. So. Was ist das? Ein toter Tier. Okay. Aber wir sollten immer so ein bisschen auch mal die Augen in die Ecken halten. Weil Essenzruhen ruhen. Siehst du, guck mal. Da haben wir schon eine. Nehmen wir doch mit. Da ist er. Ach du Scheiße, was haben wir hier? Hallo, gleich zum ersten Mal. Das habe ich doch voll übersehen. Ach, das war vielleicht eine Absicht. Ja, ich bin voll dabei. Okay. Stufe 18 habe ich jetzt richtig gesehen. Ich meine, ich habe richtig gesehen. Da ist eine Aspektrune. Mensch, hier sind ja wahnsinnig viele Runen im Moment. Nehme ich doch alle mit. Wer weiß, vielleicht können wir die für irgendwas gebrauchen. So, und da oben ist er. Halt. Zweigling. Der Stufe 18, den kriegen wir auf jeden Fall gefunden. Den haben wir jetzt so niedergemetzelt, das ging wunderbar. Da ist doch was, hallo. Die Krallenspuren auf ihrem Rücken zeigen, dass diese Forscherin versuchte, aus den Ruinen zu kommen, als sie von Nebeltigern angegriffen wurde. So. Das Tagebuch nehmen. Nehmen. So, eins haben wir. Drei Stück sollen wir davon haben. Und wir sollten uns echt hier so ein bisschen umschauen. Ach, da ist wieder so ein Hund. Okay, du hast auf jeden Fall wieder nichts für uns. Aber es kann ja immer sein, dass hier irgendwo eine... Da ist noch ein Spieler. Irgendwo eine Truhe mal verborgen ist. Wir sollen auf jeden Fall hier runter. Das ging ja noch alles relativ. Oh, da ist doch wieder jemand versteckt. Der Jäger der Stufe 18. 49. Bringt nicht extrem viel, finde ich. Da ist noch eine Himmelsscherbe. Uiuiui. Kriegen wir die so eingesackt? Ach du Scheiße, was ist hier denn? Zwei auf mal. Das war, glaube ich, ein Fehler hier. Rein zu rüseln und da mal. Das nennt man Rückzug antreten. Rückzug antreten. Oh, da ist noch so einer. Wir schaffen das nicht. Wir gehen hier ganz bitterlich drauf. Wir gehen hier furchtbar drauf. Na gut, Wegschrein und dann geht das nochmal zurück. Wir sind aber nicht die Einzigen, die hier einen Wegschrein benutzt haben. Haha. Wir sind nicht die Einzigen. Ach du Scheiße. Das ist ja alles voll von den Jungs hier. Ach du Scheiße. Da sollte man sich echt vielleicht mit ein paar Leuten mehr anlegen. Was hast du denn dabei? Verdammtes Schild. Stufe 25, Freund der Sonne. Du gehst hier mit deinem Bogen rein und metzelst alles nieder. Nicht schlecht, Herr Specht. Da ist wieder einer. Zack.
Dude. Alter, lass mich hier nicht in Ruhe. Stich mal. Da musst du schon mithelfen. Nein, ich schaffe das hier sowieso nicht. Da bin ich voll drauf und dran, am Ende zu sein. Ich bin auch hin. Ach, wie schön. Also gehen wir nochmal rein. Wach auf. Vielleicht können wir zu zweit mehr bewirken. Das kann ja sein. Das kann ja sein, dass wir mehr Glück haben. Ich glaube, wir gehen hier bitterlich drauf. Dem passiert gar nichts, den kriegt. Na. Ist er drauf? Ist er weg? Ist er hin? Ach du Scheiße. Das war noch gar nicht meine Absicht. Auf jeden Fall sind wir hier nicht sicher. Alter Schwede, das sieht hier gar nicht gut aus. Warte, wir müssen unseren Trank mal wieder nehmen, weil sonst sieht das hier echt böse mit uns aus. Gegenstände, wo sind unsere Gegenstände? Hallo? So. Wo war es jetzt? Das da. Benutzt. Da ist noch etwas. Ein Magier. Ein Magier. Stufe. Okay, 21. Alter Schwede. Nicht schlecht, Herr Specht. Was haben wir hier noch? Nierenwurz. Nehmen wir mit. Ich weiß nicht, wozu wir das brauchen, aber nehmen wir mit. So, wir sollen weiter. Und zwar in diese Richtung, oder was? Was ist denn hier? Da ist eine, das ein Durchgang, oder nicht? Irgendwas können wir doch hier machen, oder gar nicht? Können wir gar nicht, nee. Wo sollen wir denn hin? Was sagt die Map denn? Wo sind die? Ach, wir sind da ganz hinten. Wir sollen da hinten wieder zurück. Den ganzen Weg zurück. Ach du Scheiße. Am besten schließen wir uns mal ein bisschen den Jungs an hier. Ist ja nicht ganz doof, wenn wir das machen würden. Warte mal, was ist das hier? Huch, das, da sollen wir raus. Da sollen wir auf jeden Fall hin. Jetzt haben wir hier querfeld ein. Gerade rüber. Alles so große Jungs hier. Ich bin mit 17 so ziemlich mickrig. Fühle ich mich auf jeden Fall. Meine Güte. Da hast du echt keine Chance hier. Wir sollen auf jeden Fall hier durch. Und hier war aber doch jemand. Schon vor uns. Ups. Stahldolch. Okay. Quälende was? Nein, wir müssen mit. Wir müssen da mit. Wir haben echt keine Zeit hier rumzuwarten. Die Tür befindet sich dort, im Westen. Oh. So, wo war es jetzt? Da. Da ist noch ein. Genau. Da soll ich ein Tagebuch. Das nehmen wir mit. So, das haben wir jetzt auch. Da drüben ist die Tür. Oh mein Gott, das sieht hier echt. Mein lieber Mann. Da ist die Tür. Hier entlang. Ja, ich bin da schon da. Ich komme. So, jetzt mach ich die Tür mal auf.
untere Stockwerk. Mein Gott, also das ist hier was. Wir haben echt nicht viel. Da sind die anderen, ja. Super. Da sind wir nicht ganz alleine. Weil da kommt zu viel auch mal. Wir haben echt keine Chance gegen die Jungs. Nur noch ein wenig weiter. Untersuchen. Okay, das will ich jetzt nicht. Können wir da wieder rausgehen? So. Wir müssen da irgendwie hin. Alter Freund. Stufe 19, okay. Da hätte ich alleine echt null Chance. Also, wenn du bist, gar nicht. Mit 17. Hallo? Es wird bald vorbei sein. Ja, das glaube ich auch. Ich hoffe, wir schaffen hier noch ein bisschen was. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wo bist denn du? Entschuldigt, Fleischding. Siador ist schon lange tot. Wir haben seine Gestalt angenommen, um euch hierher zu bringen. Ihr habt Siadors Einstimmungsstein gesucht? Ihr wollt uns befreien? Verschwendet nicht eure Energie. Ihr werdet hierbleiben. Hier werden unsere Wurzeln euer Blut trinken. Ihr werdet sterben, genau wie Siador. Und wir werden euch austrinken, genau wie Siador. Ach du Scheiße, ein Wächter. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich habe nicht die geringste Chance hier. Siehste. Ach ja, Wegschreien, wo ist denn der Wegschreien? Ich hoffe nicht. So, was sagt denn der? Müssen wir da noch wieder rein? Entkommt zu den Weltkönigsteinen. Scheiße, muss ich da noch wieder rein oder was? Oder wie oder was? Oder? Ja, ich muss da. Scheiße. Sagt man nicht. Sagt man nicht. Kann ich da nicht irgendwie ranzoomen wieder? Hallo? Sag mal. Unvermeidliche nur heraus. 20. So, auch nochmal. Sobald ich bin. Bist du für einer denn? 20. Ich habe hier drin nichts verloren. Ich habe hier drin gar nichts verloren. Ich habe hier echt nichts verloren. Das ist ja. Das sind Massen. Ich habe hier kein. Also, das wird nichts. Wir müssen hier raus. Verflucht nochmal, wir haben echt keine Chance hier. Wir haben null Chance. Wie schade ist denn das? Da sind wir schon so weit, dass wir dieses komische Tagebuch in der Hand haben. Oder diese Tagebücher. Und dann haben wir diesen Stein von dem Knecht da auch noch gekriegt. Mist. Und müssen da trotzdem nochmal wieder rein. Ich dachte, das ging, Mensch. Stufe 18, die kriegst du ja locker zurecht. Aber wenn dann 3 oder 4 auf Mal kommen, dann hast du ja null Chance. Gar nichts. Ich glaube, da muss man, das ist mehr so eine Gruppengeschichte. Da muss man mit der Gruppe rein. Das ärgert mich jetzt aber so ein Mist. Tja, so ist es aber. So. Raus. Och, Mann, doch. Da ist sie. Können wir mit ihr reden? Bringt uns das was? Ich habe 3 Tage wieder gefunden. Achso, Entschuldigung. Oh, ausgezeichnet. Lasst mich einmal sehen. Oh je, schaut euch nur dieses Kauderwelsch an. Durch uralte Ruinen in den Wahnsinn getrieben. Das ist eine Goldgrube. Die Pseudo-Intellektuellen aus Eldenwurz lieben dieses Zeug. Allein die Kommentarbände werden mich für Jahre in Lohn und Brot halten. Ja, das ist doch schön für dich. So. Wenn die Toten sprechen können, ja. Super. Wie gesagt, wir müssen da nochmal rein und das andere Dingens lösen, aber wir haben da keinen Stich, das wird gar nichts. Da haben wir echt keinen. Was ist das hier denn? Rattenschattenunterstand. Weil hier ist nämlich so viel, da waren wir noch. Was ist da? Achso, benutzt den Verzauberungstisch. Okay. Da sind wir auch noch nicht gewesen. Und also wir sollten echt mal hier. Mal auf die andere Seite rüber wechseln. Mal gucken, was da so für uns auf uns wartet.
uns mal ein bisschen umsehen. Was ist da? Stufe 42, was macht der denn hier? Der hat sich doch bestimmt verlaufen. Boah. So, wir gehen mal in die Richtung. So ein bisschen querfeldein hier. Vielleicht haben wir Möglichkeiten und finden hier irgendwas Interessantes. Zum Beispiel das da. Eine Arkelei, die packen wir doch mal ein. Flücki, flücki. So, weiter geht's. Ich gehe mal hier in diese Richtung. Ich weiß nicht, was da hinten ist. Da ist noch was. Hallo, hier ist noch was. Noch eine Arkelei, die pflücken wir auch mal. Sehr doof, muss ich sagen jetzt. Wiesenschaumkraut, das packen wir auch ein. Gut, dann gehen wir hier mal hoch. Ich glaube, wir waren hier schon mal, oder? Oh, was ist das denn? Ja, und du hattest den Kerl runtergesehen und der Typ haut ab. Na super. Das hat das Messer an. Ich bin tot. So, was hat er für uns dagelassen? Gold und ein Schild. Was bist du für einer? 17, du bist auch ein kleiner 17er. Haha, da sind wir schon zwei. Also bin ich nicht der Einzige, der hier ein bisschen Panne hat. Da ist noch eine Blume. Die pflückt er sich aber. Blumenpflücker, Elender. Da ist doch ein... Genau, ein Turm entdeckt. Turm benutzen. Was haben wir denn hier? Diejenigen, die unter dem Stern des Turms stehen, erhalten die folgenden Segen. Erhöht die maximale Ausdauer. Ja, natürlich. Benutzen. Segen akzeptieren. Na, logisch. Ja, das will ich doch. Warum geht's nicht? Achso, jetzt. Maximale Ausdauer. Supi, klasse. Na, da haben wir doch drauf gewartet. So, wo geht's weiter? In diese Richtung. Wir gucken mal über die Klippen hier. Wir müssen mal... Ich weiß nicht, wo sollen wir denn überhaupt hin? Was haben wir denn da für einen Weg? Lass uns auch mal an diesem Weg, den Weg da weiter. Das ist doch ein bisschen sehr steil, glaube ich. Ich fürchte, da haben wir schlechte Karten. Da geht es weiter rauf, also müssen wir diesen Weg weiter runter. Also wir werden das Land auf jeden Fall erkunden. Also wir gucken uns wirklich mal um, weil der da, der sucht ja bestimmt auch weitere Quests und so weiter und so weiter. Jetzt fahren wir da mal ganz fürchterlich in die Tiefe. Haben wir Glück gehabt. Wie gesagt, wir schauen uns erstmal, wir schauen uns hier weiter um. Und der andere, der sucht da garantiert auch einen Weg hier raus. Also jetzt, um schneller leveln oder weiter leveln zu können. Ist er da schon wieder? 17. Wie ist er denn da runtergekommen? So, was haben wir noch? Der Weg ist direkt da unten. Und da ist doch wieder ein Lager. Oh, das war wieder sehr weit. Autsch. Puh, da ist doch wieder jemand. Eine Quest. Guckt euch das an, eine Grüße. Quest. Grüße, Engor. Kapitän, stehen da zwei von euch vor mir? Kapitän, wovon redet ihr da? Hä? Oh, ich dachte, ihr wärt jemand anderes. Ich schätze, ich sehe wohl immer noch doppelt und ich habe auch noch Halluzinationen. Ich bekam bei der Meuterei einen Schlag auf den Kopf. Seitdem halluziniere ich doppelt. Ob das nur der Schlag auf den Kopf war oder war das die Medizin danach? Meuterei? Was für eine Meuterei? Ich war Quartiermeister auf der Albatros, bis Brauti Bluthai eine Meuterei vom Zaun brach. Er und seine Verräter haben den Großteil der Mannschaft gefangen.
während wir die Höhle der gebrochenen Segel nach einem verlorenen Schatz durchsuchten. Der Kapitän sollte oben all der Höhle sein. Sie kann euch mehr erzählen. Gut, ich werde mit eurem Kapitän reden gehen. Oder ich glaube, ich muss mal wieder schnacken. Was haben wir denn da Feines? Was war das? Mein Kopf tut noch weh. Wir haben schon gesprochen. Das brauchen wir nicht doppelt machen. Trinkschlauch. Den nehmen wir doch mit. Sehr schön, das nehmen wir mit. Was ist denn da noch? Nee, ich will. Ach Gott, das will ich nicht stehen. Hallo, nein. Feuerstelle benutzen. Können wir was backen und braten und brutzeln? Können wir nicht. Schade. Okay, können wir nicht. Der Kapitän ist da hinten. Die Richtung. Okay, Freunde. Dann machen wir uns da mal auf den Weg. Und ihr habt euch bestimmt schon gedacht, das passiert in der nächsten Folge. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch ein... Ja, ich wollte es gerade wieder sagen. Ich will das doch gar nicht mehr sagen. Das muss doch mal endlich mal... Oder das müsste doch mal von alleine kommen. Das müsste ja... Was ist das? Riesenfledermaus. Ja, die holen wir doch mal von da. Huha, siehst du? Die hat sich da ganz geheimlich versteckt, dieses Viech. Na gut, die hängt da nicht mehr. Da hinten ist noch was. Was haben wir denn da noch? Ach, das hier ist ein Drachendorn. Wir nehmen den Drachendorn mit. Und dann müssen wir auch mal üben, was wir mit diesem ganzen Blümchenkrams machen können. Das müssen wir echt mal probieren. Weil die Tasche ist voller Blumengedönsel und das wisst ihr nicht. Okay, Freunde, wie gesagt, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge von The Elder Scrolls wieder, wenn wir da mit dem Kapitän mal sprechen und ich denke, wir müssen da in diese Höhle rein. Und aber ich denke mal, wir haben hier ein bisschen mehr Chancen. Okay, bis dahin. Ciao, ciao.